Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 14. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Sonne bekommt einen Einfluss von Stern Markab. Dieser Stern Markab befindet sich in Sternbild Pegasus. Das ist die geflügelten Pferd. Die Geschichte dazu ist, es war einmal eine Königin Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste, sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon. Poseidon ist der Gott des Meeres, nichts anderes ist als der Planet Neptun. Poseidon schickte die Walfisch im Königreich, die Königin zu bestrafen. Und dieser Walfisch machte was anderes, nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Andromeda hat Angst gehabt, in der Nähe befand auch Medusa, der Furchterregende. Und Andromeda konnte nicht bewegen, war gefesselt im Felsen. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fessel. Und dann kam Pegasus, dieser geflügelten Pferd, und die beiden Liebenden haben sie davon geflogen mit diesem geflügelten Pferd. Und das ist die Sternbild Pegasus. Und diesem Stern Markab ist nichts anderes als die Flügel von diesem Pferd, diesem Sternbild. Und das hat eine Bedeutung im heutigen Tag. Wir brauchen die Leichtigkeit oder befreien etwas von unserem Angst, von unserem Zweifel. Und so bekommen wir die Klarheit, so bekommen wir die Orientierung und natürlich auch die Leichtigkeit. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und hat auch einen Einfluss von Kopula. Kopula ist ein Nebel, die Sternreichen, so sagt man das auch, unterhalb von großen Bär oder großen Wagen. Wer ist dieser große Bär? Das ist doch Callisto. Die Geschichte dazu ist, Callisto war eine wunderschöne Frau, genau. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte die schönen Frauen, obwohl Zeus hatte eine Frau Hera. Aber das hat Zeus überhaupt nicht gestört und verführte Callisto. Callisto gebar einen Sohn, Arkas. Aber Hera hat erfahren, genau, und verwandelte Callisto zu einem großen Bär und Hera vertrieb Callisto. Und der große Bär war im Wald. Ihr Sohn Arkas wurde größer, erwachsen und ging auf die Jagd. Und die beiden haben sich begegnet im Wald. Arkas, der Sohn von Callisto und Zeus, und die verwandelte Callisto, dieser große Bär. Callisto, dieser große Bär, erkannte, dass das ihr Sohn ist. Aber ihr Sohn, Arkas, ahnte nicht und wollte den Bär töten. Bis dann kam Zeus zum Rettung und rettete Callisto, den großen Bär, und rettete seinen Sohn Arkas. Und die beiden, die große Bär und das kleine Bär, oder man sagt auch große Wagen und kleine Wagen, die sind im Himmel gesetzt. Hera sorgte aber dafür, dass die beiden, die große Bär und die kleine Bär, niemals untertauchen dürfen. Also die zirkulieren im Polarstern.
und das ist immer sichtbar für uns, und weil hier befindet sich auch die Nordpol. Und oberhalb von großen Bär, der Mama-Bär Callisto, befindet sich dieser Nebel Kopula. Und dieser Kopula bestrahlt unserem Planet Erde. Und dieser Nebel bedeutet die Sternenreiche. Freundschaften, Bekanntschaften vermehren sie sich, aber hat nochmal eine Bedeutung. Wir sollen etwas richtig erkennen, bevor wir handeln, etwas überprüfen oder genau anschauen. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Wird bestrahlt von Castra. Castra ist ein bisschen streng, von diesem Name kommt auch Kaserne. Und diese Strenge wirkt auf unserem heutigen Tag. Castra bedeutet auch, wir heute sollen wir strategisch vorangehen. Dann bewegt sich schnell unserem Mond, genau, die Mond bewegt sich ziemlich schnell im Vergleich zum Planeten und bekommt nochmal einen Einfluss von Nashira. Und Nashira ist ein Glücksstern. Sadr Sud ist auch ein Stern und bestrahlt auch die heutigen Mondbewegung und bringt auch Glück. Also Glück haben wir auch. Aber eine Spannung ist heute spürbar. Und das ist die Saturn- und Venus-Spannung. Saturn in Tierkreiszeichen Steinbock, Venus in Tierkreiszeichen wieder Spannung in die Liebe-Partnerschaft. Aber hier gibt es auch eine Lösung und das liegt in die Mitte, die goldenen Schnittpunkt. Und dieser goldenen Schnittpunkt befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und die Tierkreiszeichen Wassermann ist ein Luftelement. Und brauchen wir Leichtigkeit. Und so überwinden wir diese Spannung in die Liebe-Partnerschaft. Aber wir sollen auch auf diese Erzählung achten. Andromeda und Perseus. Weil die waren auch die Liebenden. Also Ängste überwinden oder Zweifel überwinden. Wenn das zu streng ist, wie Castra zeigt, oder Saturn im Steinbock, wenn wir alles zu ernst zu nehmen und fühlen wir verletzt. Und dann die wieder Venus, schnell handeln, vielleicht sogar unüberlegt handeln oder unüberlegt etwas sagen, was die Partnerschaft betrifft. Natürlich entsteht diese Spannung und die Lösung liegt im Luftelement. Wir brauchen die Befreiung und wir brauchen die Leichtigkeit. Dann können wir das in Harmonie bringen. Aber gute Einflüsse gibt auch Mars und Uranus stehen in guter Verbindung. Mars im Schütze, Uranus im Widder. Das ist die Kraft und die Mut, die Veränderungen, die Chancen, Möglichkeiten, mutig natürlich etwas Neues starten, etwas verändern. Wie beeinflusst das alles die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. Und im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont nach unten. Für die Fischen Geborenen bedeutet das ein Aufstieg, sich selbst oder etwas sichtbar zu machen, die Wahrheit erfahren, etwas präsentieren, wahrgenommen zu werden. Aber denken wir auch auf diese Geschichte zwischen Andromeda und Perseus und Pegasus. Die Fischengeborenen ist wichtig von etwas befreien. Es kann auch die Gefühle bedeuten, wie Angst und Zweifel. Und da bekommen die Fischengeborenen auch die Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit hilft für einen Aufstieg. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen verspüren die Spannung in die Liebe-Partnerschaft. Die Lösung liegt im Luftelement, also nicht alles zu ernst zu nehmen, sonst kommen die Missverständnisse, sondern das mit spielerisch betrachten oder mit Humor zu nehmen und so sorgen wir für einen Ausgleich, für Harmonie.
Dann die Veränderungen. Die Mut ist da, die Kraft ist da, etwas zu verändern und von etwas auch befreien, weil das hilft auch für die Wiedergeborenen für ein Aufstieg. Bei den Stiergeborenen ist immer noch wichtige Thema die Werte, die Wertschätzung, das Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten, Umbrüche, Veränderungen und in die Liebe, Partnerschaft ist zwar diese Spannung spürbar, aber das trifft nicht direkt die Stiergeborenen. Sie bekommen auch Klarheit, mehr Orientierung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist eine gute Nachricht zum Erwarten. Auch Veränderungen, worauf die Zwillingsgeborenen achten sollen, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann kippt die Gleichgewicht und dann fühlen sich die Zwillingsgeborenen müde oder erschöpft. Also überlegen, wo sollen sie aktiv sein, weil sie brauchen Reserven gerade. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist auch eine Spannung spürbar, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Was hilft? Mehr Leichtigkeit, mehr Humor und so sorgen auch die Krebsgeborenen für einen Ausgleich und mehr Harmonie in der Liebe, Partnerschaft. Ein Gespräch kann unangenehm sein, aber bedeutet auch, dass sie warten auf einen Termin oder sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren die schöpferische Energie, die schöpferische Kraft. Sie haben gerade auch die Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich. Und sie setzen ihre Ideen um. Die Kraft und die Mut ist da. Auch wenn diese Spannung spürbar ist zwischen Saturn und Venus, trotzdem ist eine gute Venus-Energie für die Löwengeborenen. Und wir dürfen nicht vergessen, auch die karmischen Knoten, also bedeutet auch, viele Löwengeborenen haben karmische Erinnerungen oder karmische Begegnungen zurzeit. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sie sich unsicher, obwohl sie brauchen die innere Ruhe, die brauchen auch die Gleichgewicht. Und damit sie im Gleichgewicht bleiben, es ist wichtig auch die Ruhe bewahren, vielleicht zurückhaltend sein und wenn sie handeln, auch mit Luftelement, also mehr Leichtigkeit. Wenn ein Gespräch kommt oder eine Nachricht kommt, dann ist schwierig für die Jungfraugeborenen das Verstehen, das zum Deuten, das zum Ordnen. Wenn da Unklarheiten entstehen, dann lieber nachfragen oder genau zuhören, damit da Klarheit bekommen die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen spiegelt etwas das Leben. Jetzt sind die Chancen da, etwas verbessern oder Veränderungen vornehmen. Aber nicht nur das spiegelt das Leben, sondern auch die Gespräche, auch die Liebepartnerschaft. Die Gespräche suchen, die Kontakte suchen oder zuhören, was die andere meint. Bei der Liebepartnerschaft würde ich sagen, momentan zurückhaltend sein, weil mit dieser Spannung ist nicht gut, etwas Neues zu beginnen oder anderen zuzugehen. Eher momentan ruhen lassen, in Leichtigkeit bleiben und wenn eine gute Venus-Energie da ist, dann auf anderen zuzugehen oder Gefühle zeigen. Momentan ist für die Wagengeborenen besser eine Zurückhaltung im Bereich Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Chancen und Möglichkeiten. Und das ist die Jupiter-Bewegung gerade bei Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter ist rückläufig und diese Rückläufigkeit hervorruft manchmal karmische Themen, aber oft auch die Vergangenheit. Chancen, Möglichkeiten, was von der Vergangenheit schon da war und sie haben die Chancen nicht wahrgenommen, also das Schicksal bietet diese Chancen nochmal an. Oder eine Person meldet sie sich wieder von Vergangenheit, das ist auch möglich. Und so kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung.
Was die Liebe betrifft, die Gespräche betrifft, da fühlen sich die Skorpiongeborenen etwas unsicher oder etwas noch unklar. Die Tierkreiszeichen Schützengeboren haben gerade die Chance, etwas zu verbessern. Auch im privaten Bereich, auch im beruflichen. Da sind die Möglichkeiten, die Veränderungen, diese Chancen, aber auch die Kraft und Mut. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen verspüren sie auch direkt diese Spannung zwischen Saturn und Venus. Das betrifft die Liebe, Partnerschaft. Es kann passieren bei einer oder anderen Steinbockgeborenen sogar, dass das zu Trennung kommt. Aber dass es ihr verhindern können, diese Trennung, diese Missverständnisse, sollen wir auf diesem goldenen Schnittpunkt achten, weil das bringt alles im Gleichgewicht, das bringt alles in Harmonie. Und dieser goldenen Schnittpunkt befindet sich 23 Grad Wassermann. Die Gradzahl ist nicht mal so wichtig. Wichtig ist die Element, die Luftelement, was die Tierkreiszeichen im Wassermann vermittelt, also die Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen, hier bewegt sich die Mond und Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Es sind keine großen Veränderungen, aber kleine Schritte, kleinere Veränderungen, weil da bewegt sich etwas hier bei Wassermanngeborenen. Und bei der Spannung zwischen Saturn und Venus, was die Liebe, Partnerschaft betrifft, hier im Wassermann liegt die Lösung. Das kann auch bedeuten, dass die Wassermanngeborenen helfen für jemanden und sorgen dafür, dass wieder die Versöhnung da ist oder harmonisieren etwas oder nehmen einen Einfluss auf eine Beziehung mit einem guten Rat. Oder sie setzen sie sich ein für jemand und so kommt auch die Harmonie. Natürlich ist das auch möglich. Und das war mein Tageshoroskop. Was ich noch erwähnen möchte, es gibt immer wieder Fragen, was den Alltag betrifft. Wie zum Beispiel, denkt er an mich? Werde ich in den kommenden Tagen sehen? Oder liebt er mich noch? Dann Fragen wie, soll ich diesen Umzug machen, bekomme ich diese Arbeit, soll ich diese Reise gehen, soll ich diesen Vertrag unterschreiben und. Es sind Fragen, was den Alltag betrifft, aber es sind auch wichtige Fragen. Und dazu empfehle ich die Blitzberatungen und es geht auch blitzschnell. Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation. Sie können das auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt bei dieser Art von Beratung, Blitzberatung, pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.